Hey Leute, auch heute gehe ich wieder einer Flasche auf den Grund, denn das ist mein Fazit zum letzten Glas des 10-jährigen Milton Duff Single Malt Scotch Whisky von Gordon & MacPhail. Die Brennerei ist mir jetzt nicht durch Standardabfüllungen bekannt, davon gibt es derzeit nämlich nicht viele. Eher als Bestandteil von Blended Whiskys, Ballantines und Teachers, um da mal zwei sehr populäre zu nennen, und weitere. Als Single Malt findet man ihn meistens nur durch unabhängige Abfüller, so wie hier Gordon & MacPhail. Dabei ist es gar keine kleine Brennerei mit 6 Brennblasen, wenn da über 5,5 Millionen Liter im Jahr produziert. Und eine alte Brennerei ist es auch noch, liegt in der schottischen Speyside seit 1824, ist auch seither lizenziert und dadurch eine der ältesten lizenzierten Whisky-Brennereien in Schottland. Ja, die Flasche jetzt hier, wie gesagt, durch den unabhängigen abgefüllt Gordon & MacPhail. Sind schon lange dabei im Business und die haben hier die Discovery Range. Da gibt es rein Bourbonfass gelagerte Whiskys, rauchige Whiskys oder rein Sherryfass gelagerte Whiskys. Und der ein oder andere wird schon erkannt haben, die violette Verpackung gibt es her. Das ist hier ein rein Sherryfass gelagerter Whisky, abgefüllt mit 43 Volumenprozenten und nicht gefärbt. Genau, und jetzt kommen wir mal zum letzten Glas. Los geht's, Gordon & MacPhail, und da ist es der 10-jährige Milton Duff. Die Farbe, ein dunkles Gold würde ich es jetzt mal nennen, da kann man schon den Sherryfass-Einfluss erahnen. Aber 10-jährige Sherryfass-gereifte Whiskys habe ich auch schon dunkler gesehen. Kommen wir mal zur Aromatik. Oben drüber finde ich erstmal eine frische Zitrusnote, die so leicht bitter ist, aber das wirklich weit entfernt mit der Nase vom Glas. Und umso näher man kommt, umso süßer wird es auch. Deshalb sage ich eine süße Grapefruit. Dahinter viel Frucht und die ziemlich komplex, die Note, nicht so leicht auseinanderzunehmen. Die einzige, ich sag mal, pflückfrische Frucht, die ich hier finden kann, ist eine Pflaume. Dahinter wird es dann immer süßer, eher Richtung eingelegte Früchte und auch immer komplexer und das Ganze schwieriger auseinanderzunehmen. Die Süße erinnert mich leicht an Marmelade, vielleicht eine leichte Beerigkeit Richtung Erdbeermarmelade. Auch eine süße Traubennote kann ich finden, rote Trauben, die aber auch schon lange nicht mehr frisch. Geht so eher so Richtung Rosine das Ganze. Fehlt hier so ein bisschen ein Lila. So, ihr seht schon, die Aromatik spielt sich hier sehr fruchtig ab. Sehr vielseitige Fruchtnoten, also von Zitrus bis dunkel eingelegt, ist hier alles dabei. Der Fasseinfluss hält sich in der Aromatik aber noch ziemlich zurück, also die Bühne gehört den Früchten. Bis da die Würze auftreten würde, würden wahrscheinlich noch 4-5 Jahre weitere Lagerungszeit fehlen bei dieser Fassauswahl hier. Aber nichtsdestotrotz sehr, sehr gut, sehr komplex und deshalb kriegst du von mir auch ein Smiley. So, kommen wir mal zum Geschmack. Der beginnt zunächst mal süß, erinnert mich an eine Honigsüße, also ein Wildhonig, denn auch Würze kann ich schon finden. Erinnert mich so ein bisschen an Süßholz, das Ganze. Die ganzen Fruchtnoten, die ich in der Aromatik gefunden habe, sind jetzt auch noch nicht komplett weg. Der Abgang wird eingeleitet mit einer Orangennote und da der Abgang hier leicht trockener wird, geht es so Richtung Orangenschale, also ganz leichte Bitterkeit. Hier im Geschmack haben wir auf jeden Fall mehr Fasseinfluss gegenüber der Aromatik. Der Abgang an sich, ich sag mal, mindestens mittellang und ja, das Ganze ergibt ein schönes Bild. Aromatik und Geschmack unterscheiden sich dann doch leicht, macht das Ganze dann doch sehr komplex und sehr empfehlenswert, kriegt hier im Geschmack auf jeden Fall so einen lachenden Smiley von mir. Und ja, was der kostet, kann ich euch nicht genau sagen, war nämlich ein Geschenk und deshalb werde ich es nicht nachschauen, aber auf jeden Fall ein sehr positives Fazit zum 10-jährigen Milton Duff von Gordon & MacPhail. Danke euch. Die Brennerei, mir nicht wirklich, hier jetzt wie gesagt durch einen unabhängigen Abfüller unabhängige Abfüller auf den Markt gebracht, unabhängige. Das ist ein Glas des 10-jährigen Milton Duff Single Malt Scotch Whisky von Gordon & MacPhail. Die Brennerei ist mir jetzt nicht wirklich durch Die Brennerei ist mir nicht durch Standardabfüllung bekannt, eher, denn davon gibt es nicht viele. Hallo!